Die rechtsextreme Partei Rassemblement National von Marine Le Pen hat es im zweiten Wahlgang der Regionalwahlen in Frankreich nicht geschafft, eine erste Region zu gewinnen. Das ist eine bittere Enttäuschung für die Partei, der vor der ersten Runde in mindestens 5 Regionen ein gutes Abschneiden vorhergesagt worden war. Le Pen beschuldigte am Wahlabend die Konkurrenz, sich zusammengetan zu haben, um die Hoffnungen ihrer Partei zu blockieren, vor allem in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Heute werden wir in keiner Region gewinnen, weil die Amtsinhaber mit Hilfe unheiliger Allianzen alles getan haben, um uns daran zu hindern, dem französischen Volk zu beweisen, dass wir eine regionale Regierung führen können. Le Pen-Unterstützer sehen einen Grund auch in der rekordniedrigen Wahlbeteiligung von weniger als 30%. Die Stimmenthaltung hat gewonnen, deshalb sagen unsere Ergebnisse in den Regionen nichts über unsere Chancen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Der regierenden Republik en Marche von Präsident Emmanuel Macron erging es nicht besser, aber im Gegensatz zu Le Pen war seine Partei in der Kommunalpolitik nie sehr präsent. Trotzdem wird erwartet, dass Macron in den kommenden Wochen die Regierung umbildet. Hauptgewinner scheinen die Parti Socialiste, linker Mainstream und linke Verbündete zu sein und Les Républicains von Mitte rechts. Beide schienen seit dem Wahlerfolg von Macrons bürgerlicher République en Marche im Jahr 2017 aus der französischen politischen Landschaft verschwunden.